Hallöchen Popöchen und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer nächsten Folge von Imperfection Art. Ich kann es kaum erwarten, dieses Fanart hier anzufangen. Und zwar, ach Gottchen, wie heißt der Typ nochmal? Meine Fresse. Der ist aus einer Serie, wo dicke, fette Monster über Mauern hüpfen und kleine Männchen futtern. Pac-Man wurde nicht verfilmt. Ja, richtig ist es. Attack on Titan und das ist Levi. Und ich habe es mir heute zur Aufgabe gemacht, Levi zu malen und zwar in meinem Stil. Das wird großartig. Und ich fange jetzt einfach mal an. Es wird erwachsen aussehen, es wird semi-real aussehen und huch, ich sehe meinen Pinsel nicht. Ja, ihr seht den Pinsel, weil ich habe den markiert auf dem Video, aber ich sehe ihn nicht, er ist zu klein. Scheibenhonig, Menschenskinder, ne. So, hier der Schlabberlatz. Ach, ich mache nur ein Porträt. Schöne Kragen. Schön gesteift von Mami. Zack, zack. Hier so ein kleines Dracula-Flügelchen. Ui. Und damit haben wir schon mal die Klamotten. Boah, das ist echt nicht so gut hier oben. Ich sehe den Pinsel nicht. Mein lieber Scholli hier. Nanu. So, jetzt haben wir schon mal eine Skizze. Jetzt haue ich mir da ein Layer drunter. Ups. Und jetzt geht's ans Coloring. Ach, was freue ich mich doch da drauf. Ich hoffe, diesen Pinsel sehe ich wenigstens. Ich haue mir hier mal diese sehr gesunde Sonnenstudio-Bräune rein. Und dann wird einfach mal lustig gepinselt. Ich nehme mir hier mit der Pipette immer die Farben raus, die wir auf der Vorlage haben. Oder die ich auf der Vorlage habe. Ja, ihr malt nämlich nicht. Ich bin das, der hier malt. So, und zack, habe ich den nächsten Farbton. Und es wird gleich schön hier auf meiner Leinwand verrührt. So. Oh, wunderbar. Der Schlafzimmerblick, dieser angepisste. Mache ich mit einem weichen Pinsel erstmal ein paar dunklere Hautnuancen. Also das ist ja sehr, ja, das ist animehaft, ne? Das ist plakativer Stil, da wird großflächig ausgemalt und da hat man so ein paar harte Lichtkanten und Schattenkanten und das war's dann auch. Aber ich möchte das Ganze ja in meinem Stil haben und ich male halt eben diesen Semi-Real-Stil. Der gefällt mir besonders gut und deswegen bemühe ich mich jetzt hier dem guten Kommandanten, der, ich weiß gar nicht mehr, welchen Trupp er macht. Ich bin nicht so firm in der Serie, es tut mir leid, aber ich habe sie geguckt. Ich habe sie wirklich geguckt, zumindest die erste und die zweite Staffel. Sehr, sehr schön. Ich kann sie jetzt nur empfehlen. Ich weiß, dass der Hype darum groß ist und viele Leute abschreckt, mich auch anfangs, aber es hat sich wirklich, wirklich gelohnt. So, was habe ich jetzt hier? Den mache ich mir ein bisschen größer. Dunkle Schatten. Dunkle Schatten. Ich wiederhole jetzt hier im Gesicht nochmal den Farbton, den ich in den Kleidungsstücken von Levi habe, damit das Ganze am Ende wesentlich harmonischer wirkt. So, als Tipp kann ich eigentlich nur sagen, wenn man beispielsweise irgendwo einen Rotton drin hat und der wiederholt sich nicht nochmal in einem Bild, dann wirkt das ein bisschen unharmonisch.
Ich mache ihm an dieser Stelle hier mal ein paar buschigere Brauen, einfach weil es extrem unwahrscheinlich ist, dass sich ein so tougher Kommandant in der Realität die Brauen zupft, weil das ist ja wohl... Ich finde keine Worte, wie ihr merkt, das sind einfach nur Striche. Das sind, in Wirklichkeit hat er die Brauen abrasiert und ist zum Tätowierer gegangen, hat sich nachziehen lassen. Das macht man doch nicht. Also ich meine, das macht man nicht als titanenkillender Kommandant. Oder würdet ihr das machen als titanenkillender Kommandant? Ich meine, ist das ehrfurchtgebietend vor eurer Crew, wenn ihr da mit tätowierten Brauen steht und dann Anweisungen gibt? Ich weiß ja nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also meine Meinung. So aus Spaß. Also nicht, dass sich jetzt jemand hier angegriffen fühlt. Ich weiß nicht, ob Levi jetzt gerade hier sitzt und das Video guckt. So, ich gehe jetzt hier rein und dann mache ich mir die Schatten, die dunklen Stellen im Haar erstmal. Alles, was so schön dunkel ist, das wird jetzt hier reingeschmiert. Schmier, schmier, schmier. So, ich will jetzt nichts versauen, deshalb lege ich mir eine neue Ebene an. Erstmal zwischenspeichern und jetzt gehe ich hin und werde ein bisschen mehr mit Schatten experimentieren. Ich betone deshalb experimentieren, weil es ist oft auch ein Zufallsprodukt, was daraus so entsteht bei mir. Ich mache vieles nach Gefühl, aber zur Erklärung, so als grobe Orientierung, von hier kommt jetzt das Licht. Wir sehen, weil es hier so heller ist und hier muss es dementsprechend dunkler sein. Wobei es natürlich spannender ist, wenn die Lichtquelle so ein bisschen von oben kommt, weil dann ist hier das Jochbein ein bisschen mehr betont und man sieht hier dann auch mehr an Muskeln um die Mundpartie herum. So, ich mache daraus jetzt aber mal eine Schnittebene einfach, damit ich da nicht drüber pinsel gleich. Der Hintergrund, der soll nämlich nicht eingefärbt werden. Und ich gehe auf Multiplizieren, weil ich möchte jetzt wirklich einen dunklen Farbton haben. So ungefähr, der darf aber ein bisschen transparenter schon sein. So. Und jetzt mache ich mir hier richtig schöne dunkle Flatschen rein. Das reduziere ich mir jetzt auf eine Ebene. Ich finde es ganz gut, so wie es ist, und mache mir eine neue. Und jetzt mache ich das Ganze nur andersrum. Ich gehe auf negativ multiplizieren und jetzt fange ich an, Lichtreflexe reinzumalen. Über der Braue ist einer. Hier so die Kante, wenn von hinten ja auch ein bisschen Licht kommt. Ach so. Natürlich wieder auf die Schnittmaske einstellen, sonst wird's blöd. Kann man auch gucken, ob das der ideale Ebeneneffekt ist. Ich finde ineinander kopieren eigentlich auch ganz gut hin und wieder. Jetzt gerade ist es zu blass und das den hier abwedeln ist ein bisschen zu grell, aber ich nehme es trotzdem mal und mache die Transparenz einfach ein bisschen runter. So, auch das gefällt mir, ist in Ordnung. Ich habe das jetzt alles auf eine Ebene reduziert. Wie ihr seht, ist nur noch der Hintergrund separiert. Und jetzt gehe ich hin und benutze meinen Wischpinsel. Jetzt wird hier munter drauf losgewischt.
So, das war's erstmal mit dem Wischen. Ich habe vergessen, hier die Haare weiter zu malen. Schön. Holen wir mal Jan schnell nach. So. Und dann begebe ich mich mal an die Haarpracht. Es ist total simpel eigentlich. Wir haben ja jetzt hier eine Grundierung. Die ist erstmal völlig egal, welche Farbe die hat. Wichtig ist, dass man die ein bisschen dunkler macht jetzt zunächst, wenn es dunkle Haare sind. Beziehungsweise, ja, wenn es helle Haare sind, kann man es auch dunkler machen. Spielt keine Rolle. So, und dann geht mal hin. Zieht sich das alles so schön rein, wie man das haben möchte. Oh nein, was mache ich denn hier? Ich übermal die schönen Haare. Nun warte, mein Kind, warte. Ich bin ja noch nicht fertig. Jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir hin, machen den dicken kleiner und nehmen von dieser Farbe den nächst helleren. Und damit gehen wir wieder in die Haare. Haben wir das gemacht, machen wir das gleiche nochmal. Kleiner und ein Ticken heller. Diesmal noch akzentuierter als vorher setzen. Jetzt nehme ich mir noch kleinere Spitze und gehe in den Weißbereich und setze damit die letzten Lichtreflexe. Wer möchte, kann jetzt nochmal reingehen mit einem dunklen Pinsel. Nehme ich mir diesen Farbton hier und setze die Transparenz ein bisschen weiter nach unten und sorge hier dafür, dass man so einzelne Strähnen sehen kann. Okay, so sieht's dann aus. Kümmere ich mich noch um die Brauen. Die sollte man nicht vernachlässigen. Die haben natürlich den gleichen Farbton. Aber das ist nicht mehr ganz so aufwendig. So. Jetzt widme ich mich den Augen. Nehme dafür einen kleinen Pinsel. Und gehe erstmal mit dem Nachbelichter rein. Was habe ich ausgewählt hier? Probieren wir es mal mit dem hier. Ich mache die Transparenz mal ein bisschen geringer, weil wir sehen ja hier, dass das schon sehr, sehr dunkle Stellen sind jetzt im Gesicht. Ich will die nicht ganz so dunkel haben jetzt, deswegen machen wir ein bisschen heller. So schaut es aus. Jetzt brauche ich meinen Wischpinsel wieder. So, jetzt haben wir eine gute Grundlage, um richtig ins Detail zu gehen. Und das mache ich jetzt auch mal. Und zwar mit... Welchen Pinsel nehme ich mir denn dafür? Es gibt so viele schöne Pinsel, ich denke, ich werde diesen hier nutzen. Und mir jetzt einen dunklen Braunton nehmen und den noch ein bisschen dunkler machen.
Während ich das Gesicht modelliere, springe ich immer zwischen den hellen Bereichen und den dunklen hin und her und gucke, dass es irgendwie harmonisch aussieht. Dazu habe ich mir als Orientierung hier nebenher noch eine Referenz hingelegt, die ich so im Internet nicht gefunden habe, von einem Foto, das ich mal gemacht habe, wo mir die Licht- und Dunkelelemente sehr gut gefallen und da versuche ich jetzt gerade so ein bisschen nachzumodellieren. Also es ist alles kein Hexenwerk, man hat natürlich immer irgendwo eine Vorlage, an der man sich orientiert, beziehungsweise es gibt auch Artists, die schon so weit geschult sind, dass sie das aus dem Kopf rekonstruieren können. Ich persönlich möchte das möglichst stimmig haben jetzt gerade hier, deshalb habe ich mir hier nochmal eine kleine Stütze genommen. So weit, so gut. Ich mache hier mal einen Cut an der Stelle. So sieht es bisher aus. Weiter geht's im nächsten Video. Da widme ich mich den Feinheiten, mache hier die Haut noch ein bisschen feiner und kümmere mich darum, dass Licht und Schatten wirklich perfektioniert wird an der Stelle. Wirklich so, dass es dass es nicht zu Fehlern kommt, wie zum Beispiel hier oben. Da müsste das Licht ja in Schatten werfen hier, beziehungsweise der sieht doch schmollig aus, der hat hier eine Schnute. Und ich finde die Augen, die sind auch noch zu sehr Manga. Also da muss was gemacht werden hier, das geht so nicht. Vielleicht tue ich mir auch eine Sonnenbrille.